Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Bevor wir mit der Story fortfahren und herausfinden, wofür genau die Zwergenbrüder Brock und Sindri die Hilfe von Mimir, dem klügsten Menschen der Welt, brauchen, würde ich euch ganz gerne nur mal das Hauptmenü zeigen. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber dennoch möchte ich es euch einmal zeigen. Wenn man das Spiel startet, ganz normal, dann sieht man genau das, was man auch bereits sieht, bevor man den ersten Spieldurchgang gestartet hat. Mir war es jetzt nur wichtig, dass man hört, wie Kratos atmet. Denn im Prinzip genau das ist es jetzt, was man die ganze Zeit sieht. Man sieht eben Kratos, wie er zu Beginn des Spiels in der Höhle sitzt, an dem Feuer. Draußen toben die Schneestürme vom Fimbulwinter. Und Kratos, ne, grummelt quasi nur ganz leise vor sich hin oder atmet. Vielleicht ist es auch sein normales Atmen. Ne, und mittlerweile hat er sich dabei angewöhnt, ohne es zu merken, dass er dabei auch ein bisschen mitgrummelt. Wer weiß. Naja, jedenfalls, Kratos ist aus irgendeinem Grund, wenn man das Spiel dann beendet, nicht mehr zu sehen. Da hat man es wieder gehört. Ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht ist Kratos ja deshalb jetzt so im Hauptmenü zu sehen, weil die Entwickler davon ausgehen, ja, falls man ein neues Spiel starten möchte, ne, dann steht er direkt wieder da zur Verfügung und dann geht ein perfekter Übergang vom Hauptmenü ins Spiel über. Genau. Und ja, keine Ahnung, aber warum dann genau das Gegenteil der Fall ist, wenn man das Spiel beendet, weil es kann ja auch sein, dass man, keine Ahnung, aus dem Nichts heraus mit dem Spieldurchgang plötzlich den Drang verspürt, ein neues Spiel anzufangen. Manche Leute sollen das ja angeblich haben. Ne? Deswegen weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Jetzt atmet er wieder. Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, warum er dann nicht mehr in der Höhle drin sitzt, sobald man das Spiel verlassen hat. Aber egal, das werdet ihr dann ja später noch sehen. Ich drücke direkt auf Fortfahren. Wir starten dann ja wieder in Sindris Haus. Also, wir können doch davon ausgehen, auch wenn Brock in Sindris Haus seinen eigenen Stand hat, können wir wohl davon ausgehen. Ah, wir starten hier direkt. Aber unsere Ausrüstung ist ja wohl hoffentlich so geblieben, oder? Wie sie ist. Hier mit dem Biss des Winters ausgerüstet, obwohl das hatten wir ja vorher schon. Aber hier so. Mit der Rüstung, genau. Wir haben ja Atreus eine neue Rüstung verpasst. Was wir uns jetzt. Ach so, ja, jetzt sind wir wieder bei den Waffen. Ups. Genau, das Brüdergewand. Ja, daran ist wenigstens zu erkennen, dass der Speicherstand noch nach dem Rüstungskaufen entstanden ist. Gut. Das Haus ist toll, Sindri. Hast du alles selbst gebaut? So sieht's aus. Genau. Ich gehe stark davon aus, das ist wirklich Sindris Hey, Bude. sieh mal. Weil er ja einen ziemlichen Putzfimmel hat und das hat man ja direkt am Anfang gemerkt. Bitte tretet eure Schuhe ab oder du trittst sie nicht ab gegenüber Kratos. Ja, ne, Sindri und sein Putzfimmel habe ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz im Kopf gehabt, dass er eben so einen Sauberkeitsfimmel hat. Aber, ne, das Spiel erinnert einen ja relativ schnell wieder daran. Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Ja, durchaus. Okay, gut. Genau, jetzt werden wir mal herausfinden, was genau Ich Brock hoffe, und alles ist Sindri. zufriedenstellend. Es geht. Wobei jetzt Brock und Sindri die Hilfe von Mimir brauchen. Ich bin auch gespannt, ob es dann tatsächlich irgendwann auch mal Brocks Haus geben wird. Oder ob die Brüder hier wirklich zusammenleben und aus irgendeinem Grund hier nur Sindris Haus steht. Denn, ne, Sindris Haus lässt natürlich vermuten, dass Brock auch nochmal Bereit, wenn ihr irgendwo. seid. Versprochen. Jo. Dass Brock auch irgendwo nochmal seine eigene Bude hat. Mal schauen, wir werden ja sehen. Außerdem, ne, Boden krass gespiegelt natürlich, weil Sindri es eindeutig mega gut poliert hat. Meine Güte, guckt euch das mal an hier. Allein in diesem Raum, Sag wo das einfach Licht Bescheid. reinfällt. Einfach krass. Okay, komm, jetzt machen wir aber. Genug gelabert. Wie kommen wir zu den Welten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Okay, ich wollte jetzt mir den Codex-Eintrag direkt mal so zwischen den Sätzen angucken. Sorry, Leute. Sindri.
Ressourcen, bei Wissen müsste er doch sein, oder? Ja, okay, er ist bei Freunde eingetragen. Wie gesagt, ich hätte es mega witzig gefunden, wenn es auch nur für ein paar Sekunden gewesen wäre, wenn Sindri erstmal nur so aus Gag von Kratos in die Feinde-Kategorie reingeschmissen worden wäre. Aber naja, gut. Auf unserer Reise nach Jötunheim hat sich Sindri als fähiger Schmied und wertvoller Verbündeter erwiesen. Jetzt hat er Atreus bei seiner Suche nach Tyr geholfen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass dies ohne mein Wissen geschah. Obwohl es besser ist, dass Atreus diesen Weg nicht alleine beschreiten musste. Ich werde versuchen, dem Zwerg meinen Zorn zu ersparen. Vielleicht keine einfache Sache. Ich wollte gerade sagen, ich werde versuchen, dem Zwerg meinen Zorn zu ersparen. Da, Sindri, das ist Kratos hoch anzurechnen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich kann dir noch von ganz anderen Zeiten erzählen, wo er dir ohne mit der Wimper zu zucken schlimme Sachen angetan hätte. Ich hätte jetzt fast gesagt, den Kopf abgerissen, abgeschlagen, was auch immer, aber das ist noch sozusagen die gnadenvolle Seite von Kratos. Er hätte auch noch Schlimmeres anstellen können mit dir. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Durlin sprechen. Wer ist Durlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenanführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das... Tada! Verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Durlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hä? Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Durlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Durlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt, er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Auf jeden Fall. Okay. Ich wollte gerade eben schon sagen, die haben so ein bisschen über Sindris Tada drüber geredet. Und da war er leicht enttäuscht. Ach, der Arme. Ne? Hat er sich so auf deren Reaktion gefreut und dann blieb die einfach aus. Naja gut, bei Kratos darf man sowieso an Reaktionen nicht allzu viel erwarten, aber dennoch. Und was genau, Durlin, schön und gut, aber was ist jetzt mit Mimir? Warum sollte ich ihn jetzt herbringen? Ich würde gern eure Heimat sehen. Svartalfheim klingt einzigartig. Svartalfheim, ha, dämlicher Asenname. Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir. Das ist auch der Name der Hauptstadt, in der ihr nach Durlin suchen solltet. In der verdammten Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass sich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Harsch, aber zutreffend. Okay. Und wie ist es unserem azurblauen Lieblings-Grobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Ja, die beiden verstehen sich wieder, ich sehe schon. Ja, aber wie gesagt, was war jetzt mit Mimir? I'm sorry, aber ihr wolltet doch mit ihm reden, ne? Mit dem schlauesten Menschen/Kopf der Welt, ne? Okay. Ich kann da jetzt auch nicht links hier vorbeigehen. Unsichtbare Wand, aus irgendeinem Grunde. Okay. Gut. Soll Mimir mal mit Durlin sprechen, oder? Weil es klang jetzt eigentlich so, als ob die Zwerge persönlich Hilfe von ihm bräuchten. Okay, dann eben nicht. Ging jetzt in eine andere Richtung, als ich erwartet habe. Hört ihr das? Hm? Ah!
Sind das da hinten? Ich sehe da hinten, wie sich was bewegt. Ah, natürlich kann ich das Tor nicht öffnen. Ha. Ich habe auch was gehört. Dieses. So ein ganz leises. Hat sich fast wie Schreien angehört. Hier, da ist doch so ein Viech. Wollte schon sagen. Aber das kreischt jetzt nicht. Okay. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, da... Ah, wow, hi. Hi. Waren die vorher schon hier? Mensch. Okay, aber sonst wird nichts weiter scheinbar zugesagt. Schade, aber gut. Dann machen wir weiter. Lustige kleine Wesen. Wir brauchen nur den Bifrost und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifrost-Augen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ah, Sindri! Du elender Mistkerl! Öffne sie jetzt! Ah, ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Ja, das ist... Gut! Und lösen! Immer noch unangenehm! Unser Stichwort! Los, schnell! Ich komme! Verbrechsfähiges Eier! Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich gebe dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn. Hörner voran. Och, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß. Das ist ja geil, ey. Ah, herrlich. Vor allen Dingen noch Mimir so. Wirf mich auf ihn, Kratos. Los, Hörner voran. Das ist ja mega. Ah, herrlich. Okay, dann ist seine Hilfe jetzt doch nochmal zum Einsatz gekommen. Interessant, also, es scheint so, als hätten sie die Bifrost... Also, wenn es dir nichts ausmacht, dieser kleine Witz wird langsam alt. Ja, ja. Ja, scheinbar haben sie die Bifrost-Augen von Mimir dazu benutzt, um mit Hilfe der Weltenbaumtür ein Tor zwischen den Welten zu erschaffen. Mit anderen Worten, wir bräuchten eventuell den Bifrost... den Bifrost jetzt theoretisch nicht mehr. So verstehe ich das jetzt, ne? Mal gucken. Vielleicht verstehe ich es auch falsch, mal schauen. Nehmen wir Mimir erstmal wieder an uns. Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifrost-Lampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen, aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Gut. Richte deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Okay, mystisches Tor. Yggdrasil Weltensamen schalten den Zugang zu neuen mystischen Toren frei. Lassen Sie das Licht Yggdrasils auf Svartalfheim scheinen. Okay, also dort. Svartalfheim, achso, da steht jetzt nichts noch zu der Welt an sich dazu. Okay. Drücken Sie X, während Sie den Cursor über das mystische Tor der Feuchtgebiete bewegen, um nach Svartalfheim zu reisen. Okay. Was steht da? Aurvangar Feuchtgebiete. Okay. Also das soll ich jetzt auswählen. Ja, mystisches Tor, ja. Doch, habe ich richtig gelesen. Aurvangar Feuchtgebiete, alles klar. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Nidavellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Durlin. Ist er in der Taverne bekannt? Durlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen?
Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Aber viel Glück! Danke. Warte, was? Viel Glück! Tschüss! Ich dachte, es läuft einfach komplett weg. Ah, nice. Ja klar, ne? In dem Sumpf ist es für ihn auch ein Ticken zu schmutzig, ne? Ist schon klar, Sindri, schon klar. Die Suche nach Tiere. Spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Okay, nach Niedere Valley reisen? Ich habe das jetzt bestimmt falsch ausgesprochen. Ah. Okay, ah, ich könnte ja jetzt theoretisch wieder zurückreisen, wenn ich es möchte, aber... Oh. Muss ja jetzt erstmal nicht sein, denke ich. Interessant. Schick auf jeden Fall. Eine neue Welt, die wir im letzten Teil noch nicht besuchen konnten. Ich bin gespannt. Wir könnten dieses Boot nehmen, wenn ich es nur loskriege. Ich würde sagen, wenn du es nicht schaffst, dein Papa schafft das bestimmt. Vorsicht, Junge! Wow! Achtung! Rechte Seite! Scheusal! Okay. Wieso sind die so schnell? Ach. Sobald die einmal angegriffen haben, kann man die ziemlich leicht erledigen. Scheusal! Links von dir! Hinter dir! Pass auf! Oh, oh. Danke. Süße! Ah. Okay. Na, das geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Wir können durch diese Kanäle, wenn du willst. Alles klar. Gut. Erstmal hier noch umschauen. Oh, guckt euch das mal an. Okay, da ist auch irgendeine Kette hier an der Ecke. Die wird bestimmt noch für was wichtig sein. Irgendwann später. Ist Sicherheit. Das ist eine Zwergenversorgungsfähre. Besagte Fähre ist wohl verschwunden. Entweder, ja, finden wir die irgendwo oder die ist auf der anderen Seite. Ne? Vielleicht müssen wir die Fähre ja an sich auch irgendwie wieder beschaffen. Okay, Boot fahren. Wie im ersten Teil. Na also. Auch das kehrt wieder zurück. Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Augen aufs Wasser. Das sind Ressourcen. Okay, das kann man als Nein interpretieren, theoretisch. Okay, Ressourcen im Wasser. Das gab's ja auch... Wenn du Janina früher gefragt hast... Worüber habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt... Weib, hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Und sie dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als ich. Seine... Oh, herrlich, wie er jetzt gerade seinen Vater nachgeahmt hat. Fand ich schon schön, um ehrlich zu sein. Weib. Ah, herrlich. Also mit anderen Worten, nach Kratos' Worten zu urteilen, hieß es eher, Mann, ich gehe jetzt angeln. Und dann wurde er 5 Tage allein gelassen. Wäre witzig, wenn es so rumgelaufen wäre. So, wo können wir Ressourcen sammeln? Hier bei solchen Orten? Wo es so glitzert? Ja. Okay, Rohleder, sehr gut. Also immer da, wo es so Partikeleffekte über dem Wasser gibt... Dann schnell X drücken. Dann ist klar. Ah, ist das nicht herrlich. Guckt euch das an.
Es ist wieder God of War Zeit. Herrlich. Was hab ich das vermisst? Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ah, Kratos kann auch einen Zahn zulegen, wenn man den linken Analogstick etwas stärker legt. Moment. Hallo. Ah. Okay. Und Kisten geben Hacksilbern her, wenn sie im Wasser sind. Moment. Nee, das ist ein Stein. Okay. Sah von weitem noch wie eine schief im Wasser liegende Kiste aus. Habe ich da was? Nee, doch nicht. Okay. Na dann. Habt ihr das dort gesehen? Mist. Ich war jetzt viel zu sehr darauf fokussiert, nach links zu schwimmen. Oh, ein Regenbogen. Guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Wollen wir da durchfahren? Oh, ja. Ah, okay. Hier ist wieder was. Zack. Und ja, ich habe, was auch immer da gewesen ist, mehr gehört als gesehen, um ehrlich zu sein. Ich denke mal, auf der anderen Seite war jetzt hier nichts. Überall auch lauter Zelte. Allerdings alle verlassen. Interessant. So. Dieses Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Genau. Was für ein Glück für uns, dass ein Teil des Rades kaputt ist. Finden Sie einen Strand zum Anlegen? Ja, ich denke mal, der ist nicht schwer zu finden. Das ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Ja. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier, jetzt wo du es sagst. Der Weg geht wohl hinter dem Geysir weiter. Okay. Oh, war da was? Ja, da ist etwas. Wären wir doch nur in Midgard. Das Wasser wäre im Nu eingefroren. Ja, schade, ne? So einen warmen Ort zu Bruder, sehen. Oder könnte einfrieren funktionieren? Ja, Augenblick. Und wenn du deine Axt benutzt? Natürlich. Ich Idiot, ey. Anstatt einfach drüber zu klettern, ne? Stattdessen versuche ich erstmal, es mit der Axt kaputt zu kloppen. Meine Güte, ich denke schon wie Kratos. Bevor ich versuche, drüber zu klettern, mache ich es lieber kaputt. Oh Mann, ey. Hacksilber. Ach so, und da weiter kann ich jetzt nicht runter. Es ist nur dieser kleine Bereich, der betretbar ist. Okay, gut. Frieren Sie den Grund eines Geysirs ein, um den Wasserfluss zu begrenzen. Okay. Nice. Ah, sieht das geil aus. Und hat sich gerade ein Moment. Okay, ich muss die Axt jetzt nicht unbedingt vorher mit Frost aufladen, um den Geysir einzufrieren. Ich dachte jetzt, der Regenbogen hätte sich wäre verschwunden, als ich das eingefroren habe. Als ich den Geysir eingefroren habe und als ich ihn wieder befreit habe, hätte er sich wieder gezeigt. Nee, er ist die ganze Zeit da. Wäre schon auch ein geiles Detail gewesen. Was würde es bringen, das da einzuziehen? Na. Okay. Hallo, Rune. Atreus? Kann ich Ihnen das hier nicht lesen lassen oder soll ich zerstören? Oh, eins von drei Siegeln zerstört. Ah, ach so, ich dachte, ich soll die Rune darauf entziffern oder entziffern lassen. Hi. Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Redmars Armschutz, Vater von ein paar Zwergen, die du vielleicht gut kennst. Brock. Oh, hey, okay. Wenn wir jetzt eh schon im Menü sind, dann lese ich das kurz durch. Ich dachte, Mimir wäre fertig, deswegen bin ich jetzt in den Kodex reingegangen. Okay, zurückgelassene Dinge. Ein sammelbarer Gegenstand, wie es scheint. Hreidmars Armschutz. Hreidmar ist für zwei Dinge bekannt. Erstens war er einer der großen Waffenschmiede von Svartalfheim. Zweitens sind seine Söhne allesamt Drachen. Okay, es stimmt. Hreidmar erzeugte die Drachen, die man heute als Reginn, Fafnir und Oter kennt.
Er ist zwar kein sonderlich guter Vater, sofern man Vaterqualitäten nicht an der Menge des Feuers misst, das seine Söhne speien können. Aber er konnte verdammt gute Plattenhirsche. Ich wollte schon Platanharnische lesen. Nee, Plattenharnische schmieden. Odin wollte, dass er die Rüstung der Einherjar entwirft. Oder Einherjar? Ich weiß es nicht. Reitmar kam der Bitte nach. Mit der Bitte nachkommen meinte ich natürlich, er baute eine fatale Schwachstelle in die Rüstung ein, sodass die Brustplatten beim leichtesten Hieb zerbrachen wie altes Brot. Etwa ein Dutzend Einherjar starb, bevor dem Allvater klar wurde, was passiert war. Reitmar wurde erwischt, als er versuchte, durch ein Weltenreisetor zu entkommen. Man kann sich denken, was dann geschah. Möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Besser in seinen Händen als hier draußen. Genau. Ja, klar kann man sich denken, wenn man, sobald man von einem Göttervater bei einer Sache erwischt wurde, ist ja klar. Ah, von hier aus können wir dann nicht... Moment. Durch Runenmagie verschlossen finden und brechen sie die Siegel, um sie zu öffnen. Ah, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder, die gab es ja auch im ersten Teil. Ja, durchaus. Okay. Perfekt. Nornentruhe freigeschaltet. Sehr schön. Okay. Ein Idun-Apfel. Oder Idun-Äpfel. Okay. Genug Idun-Äpfel gesammelt, maximale Gesundheit erhöht. Ach, automatisch. Ja, okay, wahrscheinlich der erste Apfel, den man findet, bringt einem automatisch ein Gesundheitsupgrade. Und ab jetzt kosten die Upgrades vielleicht schon 2 Äpfel. Höchstwahrscheinlich. Nice! Unser erstes Upgrade. Sehr schön. Sehr geil. Läuft. Alles klar. Ist das stabil genug zum Klettern? Ja. Gute alte Zwergenhandwerkskunst. Na dann. Tyr war ein Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte. Na los, es muss einen schnelleren Weg runtergeben. Ja. Wenn du einen schnelleren Weg als die Kette haben möchtest, oder das Seil besser gesagt, dann kann ich dir leider keinen nennen. Oh Mann. Hallo. Linke Seite! Oh, warte. Bam! Jawoll! Haha! Sehr gut. Neuer Bestiarium-Eintrag Grimm. Oh, oh. Hinter dir! Oh. Okay. Was zum... Oh. Nice. Der hat das fallen lassen? Jawohl. Furchtloser Schild. Tippen Sie L1 im letzten Moment an, um einen Angriff zu parieren und Betäubung zu verursachen. Ja, das war jetzt nicht so. Oh. Oh, ey. Jetzt habe ich ihn ins Wasser zurückgeprügelt. Da, wenn, wow, wenn ich die aus der Arena kicke, ist das dann automatisch, oh. Achtung, hinter dir! Oh. Ist das automatisch? Ja. Scheinbar sterben sie immer automatisch, sobald ich sie außerhalb, ins Äußere der Arena befördere. Gut zu wissen. So. Vaters Rage könnte ich demnächst auch mal wieder benutzen. Oh, Bestienfetzen. Okay, das ist neu. So, Moment. Aha! Es gibt hier doch einen Raben von Odin. Eine von 2 Nornentruhen, eine 0 von 1 legendäre Truhen, 0 von 1 Wissen, 1 von 2 Artefakten und 0 von 1 Odins Raben. Aha! Habe ich mir doch gedacht. Die gibt es auch in diesem Teil. Würde auch durchaus Sinn ergeben, wenn es sie hier immer noch geben würde. Okay, dann halte ich die Augen nach dem Raben offen. Ich hoffe, ich erwische den irgendwie.
So, nee, Aufträge. Pirscher töten, Scheusale töten, Grimme töten, Räuber töten. Kriege ich mit der Zeit bestimmt hin. Sind, denke ich mal, leicht verdiente Erfahrungspunkte, die ich da noch mitnehmen kann. So, Kodex. Ressourcen. Da haben wir ja jetzt, glaube ich, was Neues. Da. Ein Stück eines kleinen Monsters, das zur Herstellung von Accessoires für Bogenschützen oder zur Verbesserung alter Reliquien verwendet werden kann. Ah, Verbundleder, undurchdringbare Bindungen. Also, nee, das hatte ich doch bereits gesehen. Zerbrochene Rune, Scherben, denen Runenmagie innewohnt, Energie innewohnt und die einst das Land selbst in Bewegung setzen konnten. Frostflamme, unmögliches Material, dem der Zorn der Flammen und die Härte des Eises innewohnen. Und maximale Gesundheit erhöht. Genug Idenäpfel gesammelt. Okay. Ich dachte, zu den Äpfeln selbst würde da nochmal etwas stehen. Feinde, nee. Gelesene Runen, Schriftrollen. Oder, nee doch, hatte ich schon alles gelesen. Bestie Scheusal. Oh, wie gerne würde ich diese kleinen Biester mit einem gut gezielten Huftritt zerschmettern. Der Gestank, den sie verströmen, kann es leicht mit dem eines Trolls aufnehmen. Alleine scheinen sie ein leichter Gegner zu sein, aber sie sind selten ohne Begleitung. Ein Rudel Scheusale kann selbst die stärksten Kämpfer schnell überwältigen. Scheusale gedeihen in Feuchtgebieten. Wenn du ein Gewässer siehst, sind sie wahrscheinlich in der Nähe und suhlen sich in Schlamm und Dreck, was ihren ohnehin schon einzigartigen Duft nicht gerade besser macht. Du musst flink sein, wenn du einem Scheusal begegnest, und achte auf die Zähne. Okay, Grimm. Die Grimmen nehmen im Lebenszyklus der feindseligen Gasmonster von Svartalfheim den voluminösen mittleren Platz ein. Sie sind die Jugendlichen der Spezies in Ermangelung eines besseren Wortes. Gewalttätige, gasige Jugendliche. Okay, also unterscheiden sich nicht von menschlichen Jugendlichen, wa? Grimme gehören zu den beweglichsten Bewohnern der neuen Welten. Sie können fast alles erklettern und sind mit beunruhigender Schnelligkeit in den Boden, graben, wodurch man sie leicht aus den Augen verliert. Glücklicherweise haben sie nicht die Fähigkeit entwickelt zu fliegen. Noch nicht. Boah, Kratos, sag nichts Falsches. Beschwör's nicht. Ohne Witz. Später werden wir wahrscheinlich genau das sehen. Okay, ah ja, da kamen wir ja her, klar. So. Okay. Können wir hier weiterklettern? Es scheint so. Aber. Ah, okay. Das hier ist eh nur ein großer Kreislauf gewesen. Ah, gucken wir uns mal da oben um. Gut. Das Rad hier oben muss sich irgendwie drehen lassen. Oh. Das, hier geht's zum Rad. Okay, dann ist das doch der Storypfad. Sorry. Sorry, Atreus. Ah, ja. Oh Mann, hätte ich die Truhe mal vorher gesehen. Jetzt erst habe ich das Leuchten wahrgenommen. Hi, Atreus. Bin gleich wieder unten. Geschmiedetes Eisen und Hacksilber. Nice. Ach ja, und auch mal überall nach dem Raben Ausschau halten. Auch wenn ich mir eher vorstellen könnte, dass der Rabe, keine Ahnung, irgendwo in der Stadt sein wird, zu der wir jetzt unterwegs sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier irgendwo, mitten im Nirgendwo sein soll. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ne? Ich sollte auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, weil die Raben kann man auch noch ganz gut hören, wenn man in der Nähe ist. Das darf ich auch nicht vergessen. Okay. Die Musik ist gerade leicht. Wie wär's mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Kommst du von hier an das Rad heran? Natürlich, so ne Mann. Okay. Jawoll. Passt. Oh, wow. Perfekt. Ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Ja, geil, ne? Videospiele sind schon was Tolles, ne?
Kratos war natürlich von Kratos geplant. Er wusste exakt, wie stark er zu ziehen hat. Ist ja klar. Ne? Gott des Krieges und so. Ah, okay. Ich habe und nachgedacht. Jetzt? Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam. Dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon. Aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire. Beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden. Doch nun sind sie extremer. Okay. Durchaus. Hat mir mehr recht. So, eine Kleinigkeit würde ich jetzt gerne nochmal gucken. Mir sind die Geysire da oben aufgefallen. Und, ja. Ich möchte gerne mal schauen, ob ich da irgendwie rüber kann. Weil wenn da schon Geysire sind, dann gibt es da vielleicht was? Nee, hier gibt es keine Möglichkeit rüber zu springen. Oh, okay. Wenn ich einen Geysir einfriere, sind die anderen beiden automatisch stärker. Erhöht sich direkt der Druck in den anderen beiden. Frage ist jetzt nur, was genau bringt mir das? Könnte Teil eines kleinen Mini-Rätsels hier sein, das ich jetzt aber nicht ganz begreife, um ehrlich zu sein. Moment. Ich betrachte das Ganze mal noch von der anderen Seite. Vielleicht fällt mir dann was ein. Vielleicht ist es auch einfach nur eine kleine Spielerei, die einfach nur so da ist, die keinen tieferen Sinn hat. Ne? Ja, von hier aus komme ich da auch mit Sicherheit nicht dran. Ja gut, nee, dann wird es keine Bedeutung haben. Ich hätte jetzt gedacht, eventuell könnte sich da ja irgendetwas finden lassen, ne? Irgendein, keine Ahnung, Gegenstand, ein Artefakt, was weiß ich, irgendwas. Wenn es auch nur Ressourcen sind. Wäre ja auch ganz nice. Okay. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich herausfinden, was diese Erdbeben verursacht und was im Wasser ist. Mir gefällt es nicht. Ist hier eine Sackgasse? Oh, ich dachte, hier wäre noch etwas, auch wenn hier keine Partikeleffekte sind. Na klar, mir ist das hier aufge... Ah. Passen wir unter der Brücke durch? Mit Sicherheit. Einmal Köpfe einziehen und gut ist, ne? Alles klar. Passt. Wir sollten aber eigentlich auch irgendwie da drauf kommen. Irgendwie, irgendwo. Ne? Aha! Ich sehe schon. Ich sehe schon. Alles gut. Ja, weiter geht's auf jeden Fall. Aber diesen Strand hier schauen wir uns noch mal an. Ah, Mann. Na? Oh, hi. Huhuhu. Huiuiui. Alles klar. Genau. Chaosklingen einmal. Nice. Okay. Sehr schön. Und einmal. Moment. Das hier habe ich natürlich nicht vergessen. Hallo, was haben wir hier? Ha, noch mehr Hacksilber. Sehr schön. Da oben ist ja auch noch mal was. Nee. Ich glaube, da hat die Axt eine etwas höhere Reichweite. Okay. Jetzt muss ich nur noch einen Weg da nach oben finden, um das auch einzusammeln. Ah, okay. Gut. So. Aha. Hacksilber. Ah. Aha. Ich kann doch da hoch.
Okay. Sich überall nach Wurzeln umzuschauen, kann sich auch lohnen. Wait, what? Wie? Da. Ach, da lag was. Ach Mensch, hätte ich jetzt glatt übersehen. Schlackenablagerungen. Okay. Hätte ich echt glatt übersehen, wenn ich da nicht die X-Taste gesehen hätte. Irgendwo noch. Nö. Ja, ich schaue mich immer noch ganz genau nach dem Odin-Rahmen um. Kann ja doch sein, dass er hier ist. Das will ich zumindest nicht komplett ausschließen. Auch wenn es mehr Sinn machen würde, dass der Rabe eher mehr so in Stadtrichtung liegt. Hacksilber. Oh Mann. Was auch immer mit dem Vieh passiert ist. Naja. Belassen wir es erstmal dabei. Rohleder. Gut. Kann ich wieder zurück? Ach, verdammt. Mist. Was Gutes gefunden? Oh ja. Aber Kratos sagt nach wie vor nicht, was er gefunden hat. Schade. So. Hätte ich gewusst, dass man da nicht wieder hochkommt, dann hätte ich natürlich zuerst die Truhe mitgenommen. Egal. Herrlich. Ha. Dass wir auch von, in Anführungszeichen, Anfang an die Chaosklingen haben. Jetzt nicht direkt von Anfang an, aber ihr wisst schon, ne? Statt wie im letzten Teil erst irgendwie ab der Mitte des Spiels oder so. Herrlich. Schön. Was zum... Yggdrasils Runenkraft-Tau. Ein Trank aus dem Tau des Weltenbaums bewirkt dauerhafte Vorteile. Runenkraft dauerhaft um 2 erhöht. Geil! Sehr gut. Und hier nochmal mitnehmen, was auch immer dort ist. Schlackenablagerungen. Gut. Und was haben wir hier? Ist das ein... Ja, ist ein anderer Strand als der, wo wir gerade waren. Ich sehe schon. Ah, ich dachte, wenn wir näher an das Tor ranfahren, wird es kommentiert, dass wir das jetzt auch wieder irgendwie aus dem Weg räumen müssen. Nope. Oh, ich habe jetzt damit gerechnet, dass wir hier direkt wieder ein paar... Aha, na also. Euch habe ich... Wow, jawoll! Jetzt habe ich eine perfekte Abwehr geschafft. Oh mein. Jawoll. Chaos-Klingen sind für mehrere Gegner... Oh. Oh, wow, hoho! Alter Vater, richtig mit dem Schild in die Fresse. Geil. Alter Vater. Das war schön. Ah, das war herrlich. Okay. Genau, umschauen. Okay, Leute, eigentlich wollte ich gerade eben schon den Part beenden, aber ich dachte, mit den einen Kampf nehmen wir noch mit. Gut, dann würde ich an dieser Stelle für heute erstmal Schluss machen. Augenblick nur. Denn solange ich noch dran denke, kann ich euch dann ja die Sache mit dem Hauptmenü zeigen. So, jetzt kehre ich zurück und dann ist Kratos weg. Ist unterwegs. Okay, keine Ahnung, wie jetzt der korrekte Ablauf sein würde, wenn man... ich hätte jetzt erwartet, wenn man auf neues Spiel geht, dann kommt er langsam doch wieder im Hintergrund aus dem Schneetoben heraus und setzt sich dahin. Hätte ja sein können. Wollte ich jetzt nur mal so austesten. Speichern Sie Ihren aktuellen Fortschritt manuell, bevor Sie ein neues Spiel starten. Automatisch gespeicherte Daten können verloren gehen, wenn Sie ein neues Spiel starten. Ja, okay. Ah, ich dachte, jetzt wird der Bildschirm doch noch einmal gewechselt. Ja, nee, neues Spiel starten will ich ja nicht. Ich wollte es jetzt nur austesten. Ja, also, ne, jetzt ist er unterwegs. Keine Ahnung, wie jetzt der Übergang aussehen würde, wenn man ein neues Spiel startet. Aber lassen wir das erst einmal. Ich würde an der Stelle dann für heute Schluss machen, ne, und dann sehen wir, wie die Reise in Svartalfheim im nächsten Part weitergehen wird. Ich bin gespannt. Vielleicht erreichen wir dort ja schon die Stadt. Mal schauen. So oder so würde ich für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.